bevor jetzt das Wetter ganz schlecht wird, gibt es mal hier in diesem Haus, wenn ihr wissen wollt, wie es da aussieht, eine kleine Roomtour. Und ich gehe da jetzt mal rein und dann gucken wir das mal uns an. Hier haben wir so eine kleine Veranda. Da haben wir heute Morgen ja auch Frühstück drin und haben hier dann die Aussicht zum Berg genossen. Ihr seht, es zieht immer mehr zu. So, hier geht es dann rein in den Vorraum. Das ursprüngliche Haus wurde um diesen Teil hier verlängert. Und hier haben wir an der rechten Seite, hier hinter der Tür, unser, wenn es dann mal aufgeht, unser Holzlager, weil wir heizen ja hier mit Holz. Dann haben wir hier zwei Toiletten, einmal ein türkisches Klo. Zeigt das mal schnell. Naja, Klo halt. Einmal in Deutsch bzw. in anders. So, von hier aus geht es dann durch diese Tür hier durch, auch wieder in einen Flur. Da hat hier Atesh seinen Lieblingsplatz gefunden. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer. Hier können zwei Personen schlafen. Jetzt hier in ein weiteres Zimmer. Hier können, naja, hier haben wir in diesem Bett auch schon mal zu zweit geschlafen. Also hier können dann noch mal vier Personen schlafen. Jetzt hier weiter hier rein. Hier ist Wohnzimmer sozusagen mit Sofas. Das sind übrigens auch Liegesofas. Da können auch noch mal ein paar Leute schlafen. Da ist der Ofen. Und hier geht es dann in die Küche hinein. Da steht jetzt unser Kühlschrank. Ja, hier die Küche. Das direkt aus dem Garten geholt, Lana. So wohnt man hier. Also Grünkohl heißt das im Übrigen. Und wenn ihr nochmal wissen wollt, wie die Stromversorgung hier läuft, wir haben ja hier überall Licht. Allerdings ist das dann hier so LED-Licht. Und das ist halt nur LED-Licht und das wird hier mal von dieser Konstruktion gespeist. Also hier eine Autobatterie geht hier rein in die Verkabelung. Abenteuerlich, funktioniert aber, das ist die Hauptsache. Und ja, so lebt man hier und so sieht es hier in den meisten Häusern dann aus.